Hallo meine lieben Freunde und damit natürlich herzlich willkommen zurück zu The Zelda, ne, The Legend of Zelda Breath of the Wild, so. The Zelda, jo. Alles klar, let's go, würde ich sagen. So, heute bin ich ein bisschen spät dran, sorry dafür. Ich stelle mir momentan keinen Wecker und dann, ja, dann stehe ich halt dann auf, ne, weil mein Körper mir halt signalisiert, wann ich wach werde. Ich glaube, so geht es mir auch ein bisschen besser. Ansonsten habe ich nämlich immer Wecker gestellt. Und dann immer Snooze, Snooze, Snooze. Ach, scheiß drauf. Weiter schlafen. Ciao. So. Jetzt wollen wir noch mal sehen, wohin die Reise geht. Wo wollten wir als letztes hin überhaupt? Wir haben hier diesen Schrein entdeckt. Ja. So, ich hatte die Entscheidung, sage ich mal, euch gegeben, ob wir zu Rot gehen oder zu Lila gehen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt halt eben zu Lila. Aber kürzen uns das Ganze eventuell ab. Oder gucken uns einfach nochmal ein bisschen um. Das können wir auch machen. Achso, guck mal. Lila war auch nur der Turm. Aber macht nichts. Von da aus sehen wir mehr. Ja, ihr hatet mich, ne? Ich weiß. Okay, never mind. Alles cool. Hallo, mein Bester. Hallöchen, Kiri. Ich grüße dich. Guten Morgen. Mittag. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Hohoho, Alter, das war ein dicker, fetter Hit in die Fräse. Oh no. Oh no. Yep. Okay, wunderbar. So, waren wir hier schon? Kann sein, dass wir hier diesen einen Schatz gefunden haben, wo wir die Platten hochgehoben haben. Es sieht sogar ganz stark danach aus. Oh, Kiri! Hallöchen! In dem Sinne, mit dem Sub. Grinsender Smiley. Grinsender Smiley? Was? Das wird auch so wiedergegeben? Grinsender Smiley? Alter. Die Truhe, die ich gesehen habe, die ist weg. Also hier ist gar nichts mehr. Was mich ein bisschen wundert tatsächlich. Aber ich meine, das war die Stelle, wo wir das Ding hochgehoben haben. Lol, fail. Ja, ich muss jetzt gerade noch ein bisschen wach werden. Entschuldige mal ein bisschen. So, ich habe jetzt leider auf dem Weg dazwischen nichts Besonderes gesehen. Hätte aber sein können. Deswegen habe ich mich nicht teleportiert. Ah. Unter jedem Stein könnte potenziell ja was sein. Alles gut, ich bin ja hier auch am Weiterpacken. Okay, Doki. Ui, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh ja. Oh, yeah. So, wer hat hier wieder eigentlich dieses Pisswetter bestellt? Oh, no. Ja. Shit. Gut, dann muss ich mir eine andere Stelle suchen.
Und schau, wir haben hier noch so einen Turm, wo oben bestimmt eine Truhe ist. Aber ich glaube, da können wir wenigstens hin. Das schaffen wir. Moin, moin. Moin, Linda, grüß dich. So. Klettern würde ich mir auch fast zutrauen, wenn es nicht regnen würde. Ich glaube, zur Sicherheit markiere ich mir mal eben ganz kurz die Stelle hier vorne. Da gibt es potenziell einen Schatz. Jo, gibt es. Ich komme mal gleich direkt vielleicht rüber. Sobald es nicht mehr pisst. Ui, du hast mich entdeckt. Und wir haben einen weiteren Krogsamen erhalten. So, weg mit dir. Alter, what the hell is this? Da flattert ja was Großes rum. Ist das ein Super-Duper-Boss? Ich frage mich, was passiert, wenn wir es anschießen. Ich glaube, dann tötet es uns. Ist, glaube ich, nicht so empfehlenswert. Ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile. Und ich frage mich gerade, wo kriege ich denn welche her? Wir haben gar keine Pfeile. So ist es nämlich. Könnt ihr sagen, was es ist? Vielleicht werdet ihr herausfinden, was es ist. Ja, vielen Dank. Achso, eine andere Sache mal. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier so momentan ein Foto mache? Im Fight. Falls ich das überhaupt kann. Zack, zack. Easy. Bock bin. So, so sieht ein Bock bin aus, wenn er mich kurz vorm Hitten ist. Was haben wir noch? Okay, never mind. Das ist die beste Situation, in der man Fotos machen kann. Autsch. Okay. Das sind aber keine schönen Fotos. Das sind Momente aus dem Leben. Die müssen nicht schön sein. Die müssen einfach nur real sein. Die sind auch nicht gekünstelt. Ein Soldatenschild, den wir bestimmt nicht nehmen können. Right. Stand da gerade Schnauze voll. Oh. Ruhe da oben. Aua. Warte mal, seine Pfeile kann ich einsammeln. Schieß mal ganz schön viele Pfeile. Mache ich mir wieder die Taschen voll.
Boah, alter Bullet Time des Todes. Krass. Seit wann können wir denn sowas? Lindy Pups, wo hast du denn Dima gelassen? Der pennt noch. Alles klar. So. Ja, eigentlich keine weiteren Fragen. Wir gehen einfach mal weiter. Unter der Schlange entlang. Je nachdem. So. Die Hylia-Brücke. Er schläft. Ich könnte hier Fotos posten. Würde ich heimlich eins. Würde ich heimlich eins machen. Er schläft wie ein Baby. Baby-Eisbär. Die schlafenden Baby-Eisbären. So. Quasi. Die schlafen doch, glaube ich, so nach vorne hin, irgendwie gefühlt. Auf dem Bauch. Oder seitlich. Keine Ahnung. Wie schläft ein Baby-Eisbär? Boah, der Gegner hat richtig Bock, merke ich gerade. Nein, um Himmels Willen. Ja, jetzt, egal. Oh, shit. Oh nein, der könnte mich gleich killen. Der wird mich gleich killen, wenn ich nicht einfach was dagegen unternehme. Ich habe mir bei der letzten Feuerstelle nicht mehr Proviant geholt. Warum eigentlich? Huch, mich greift was von hinten an. Und der wurde weggekickt? Was? Naja, of course. Ah. Danke, Kiri. Stimmt, ich hätte die gar nicht fighten müssen, ne? Weiß nicht, ob es schnellere Methoden gibt, um Sachen eigentlich wegzuschmeißen. Hä? Mach die doch weg. Okay, never mind. So mache ich nur alles wieder kaputt. So ist besser. Fliegt zwar alles in alle Richtungen, aber ist effektiv. Und kostet keine Haltbarkeit. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi.
Und seid ihr alle gewappnet für den Schneesturm, meine Damen und Herren? Es hat mich gestern die Information ereilt, dass es am Wochenende, das heißt vermutlich eher heute Nacht, ab morgen die Party hier abgehen soll. Hier bei uns in Westfalen. Und Niedersachsen war vermutlich auch. Und Hessen. Und was da nicht alles zugehört gerade. Party wo? Party bei euch, habe ich gehört. Schneeparty. Ah, schießen. Okay, nicht getroffen. Ich habe die Straße runter in den Aldi und zur Not kann ich von hier Homeoffice betreiben. Hä? Ich verstehe den Zusammenhang nicht, aber okay. Hello, Mr. Genius. Hallo, Ika, ich grüße dich. Ich hoffe, bei Ihnen ist auch alles Roger in Kambodscha. Ich kann mir was zu essen kaufen und arbeiten, selbst wenn ich nicht nach Bochum komme. Okay. Ich bin allgemein einfach gehypt, dass überhaupt Schnee fallen soll. Da habe ich einfach allgemein darauf habe ich Bock. Wie so ein kleines Kind freue ich mich auf Schnee. Muss ich ehrlich gestehen, ist einfach so. Ich finde Schnee schön. Ich habe es in meiner Kindheit geliebt und ja. Seitdem habe ich es auch nicht mehr so häufig gesehen. Ich habe auch Bock auf Schnee. Ich hatte auch Bock auf Schnee, jawohl. Dann hoffen wir mal, dass über das Wochenende ordentlich was kommt, wa? Die sind ganz schön gemein, die Gegner hier, ja? Nehme ich ganz schön hier in die Mangel. Da habe ich gar keine Lust drauf, ne? Was ist das für einer? Oh, Jesus. Man hört. Scharfer Chili, Grüße. Was? Nein, um Himmels Willen. Ja, genau. Ich bin gleich dead. Ich wusste es. Ich wollte mich auch nicht mehr heilen, ey. So eine. Außer es regnet zwischendurch und die Straßen werden glatt. Ja, das ist auch so ein Effekt. Ja, wenn der Schneesturm zu krass wird, Lindy Pups, dann muss ich bei euch länger bleiben in eurem Schutzbunker. Ach ja. Und dann sehen wir, hurra, die Welt geht unter. Oh. Was? Ich bin wieder hier? Oh, mach mal nicht diesen, ja? Bra. Uncool. Richtig uncool, muss ich sagen. Ist okay. Silvester bist du auch einfach nicht nach Hause gegangen. Ihr wolltet doch, dass ich bleibe. Ja, das war krass. Also für meine Verhältnisse war es richtig krass. Weil normalerweise bin ich ja eigentlich so ein am nächsten Tag direkt nach Hause gehe. So schnell wie möglich. Und da, boah, war das irgendwie kein Ding. Das war, ne?
Ganz entspannt. Nimm das Ding, leg's hier ab, mach. So, seht ihr hier irgendwo eine Feuerstelle? Hat aber Bock gemacht. Yo, auf jeden Fall. Wie wir da zu dritt weiter sitzen, alle drei auf der Couch und alle zocken ein anderes Game. Drei Monitore, drei Controller. Let's go. War schon heftig. Okay, zwei Monitore, ein fetter Fernseher. Wollen wir es mal so sagen, wie es war? Was willst du, ha? Was willst du? Willst du aufs Maul, Blät? Corona Silvester 2020. Ja, aber es war ein chilliges Silvester. Wie gesagt, die letzten paar haben mir nicht so gut gefallen. Da war ich jedes Mal ein bisschen irgendwie richtig abgefuckt irgendwie danach. Diesmal war okay. Was habe ich denn da gesehen? Krüge? Nein. Ich fange schon an, irgendwelche Kochtöpfe zu sehen, die nicht da sind. Warte mal, haben wir nicht was bekommen, womit wir immer ein Feuer machen können? Solche Bretter, diese hier. So, warte. Wir testen wieder aus, meine Damen und Herren. Nein, um Himmels Willen. In die Hand. So, platzieren. So, und jetzt mache ich zap, zap, ab. Hohoho, genius! Pass auf, jetzt liegt das Ding aber so, dass die Äpfel immer alle wegrollen. Das heißt, ich krieg sie nicht gebraten. Oh. 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 Ja, das war's auch schon mit meinen gerösteten Äpfeln. Tja. Fast gut. Irgendwann habe ich die perfekte Position, wo ich jeden Apfel garen kann. Oder rösten kann, wie auch immer. Ist eine gute Quote. 4 von 5 konnten wir rösten. So, sonst noch irgendwas? Wenn wir gerade dabei sind, noch ein paar mehr. Wild, nee. Wir nehmen einfach noch ein paar Äpfel. Was soll denn der Geiz? Okay, das war schlecht. Jau! Ich hätte das Ding ganz anders platzieren sollen. Irgendwo in so einer Kuhle oder so. Dann wäre das mit dem Rösten alles ganz einfach. Egal. Ich drücke die ganze Zeit in das falsche Menü rein. Kann doch nicht sein. Nein, nein. Ich dachte, über Nacht lernt man Spiele. Oder zumindest die Steuerung davon. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Demenz, nenne ich das. Wird einfach schlechter. Oh.
Ich habe gerade wieder derbstes Augenlid zucken, einfach nur. Geht mir das auf den Sack. Seit Wochen, Monaten geht das nicht weg. Ne, wisst ihr was? Ich glaube, wir skippen die. Ja. Geh einfach einmal hoch. Alter. Ah! Moin. Ach, guck mal, das ist eine Truhe. Die will ich haben. Was? Wie kann das denn nicht hitten? Als ob. Good morning in the morning. Hä? Ach Mist, ich muss mich umloggen. Hallo Dima? Getarnt als Lindy Pups. Wie, habe ich das denn gerade schon geöffnet? Was habe ich denn da eingesammelt? Uff. Zitterfrucht. Diese Frucht wächst an Kakteen in der Gerudo-Wüste. Das süße Fruchtfleisch enthält Ballaststoffe, die als Teil eines Gerichts genossen gegen Elektrizität illusieren. Wisst ihr Bescheid? Das Bananen? Schwertbanane. Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firone. Das Fruchtfleisch verstärkt die Körperkraft. Gekocht verstärkt sich dieser Effekt noch mehr. Also kann so funktionieren. Funktioniert nur besser, wenn man kocht. Okay, gute diese. So, da bin ich. Was habe ich verpasst? Also zumindest kein Schrein. Das kann ich dir verraten. Ich bin in der Zeit, glaube ich, zweimal gestorben. Oder einmal, keine Ahnung. Und ja, ich habe irgendeinen flatternden Drachen hier entdeckt, dessen Funktion ich noch nicht erkannt habe. Sprich, ich habe keine Ahnung, ob es ein Boss ist oder irgendwas anderes, der da hier links irgendwo rumflattert. Also, not so much. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, Herr Exor. Ah, nice. Jetzt wieder. Naja, bin müde, aber musste einschalten, als ich gehört habe, du streamst. Nice. Ja, ich habe auch eingeschaltet, den Stream, obwohl ich müde bin. Ich habe mich gestern irgendwo gegen 3 oder so ins Bett gelegt, dann ich werde zu wach. So, ich guck 20 vor 12. Stream. Und dann zack, ab in die Dusche, Zähne putzen, ne? Ein bisschen fresh machen, so fresh man sich halt eben machen kann in dieser Zeit. Und ja, ah, hier bin ich. Jo, mega, Lindy. Das ist Einsatz, Pupsi. Sehr schön. Datenübertragung beginnt.
Ein neuer BOTW sucht die ist geboren. Do you think so? Ja, auf jeden Fall Bock. Das kann ich soweit sagen. Ob die Sucht da ist, weiß ich noch nicht. Aber kann sein, ja schon. Es ist für mich Motivation genug aufzustehen. Also das soll schon was heißen. Wann gehen wir einkaufen? Ja. Ah, warte mal. Guck mal hier. Da ist ein Schrein. Vielleicht finden wir ja noch einen Schrein. Da hinten sehe ich noch mehr Türme. Ich könnte mir vorstellen, dass es da hinten warm ist. Einfach nur, weil es... Also entweder es sind ein Dampf oder Nebel. Hm. Irgendein Schrein hier noch in der Nähe oder so? Was ist das für ein Poloch? Sehr verdächtig, wenn ihr mich fragt. Sehr verdächtig. So verdächtig, dass ich schauen muss, was es da gibt. Schrein in der Nähe. So, so. Eben, rein ins Loch. Okay, safe ist safe. Hallihallo. Achso, da haben wir diese Typis wieder. Und wer hätte es gedacht? Hier ist ein Schrein. Dann hat das mit dem Mark ja sogar richtig gut gepasst. Hui. So, bin gespannt, was wir diesmal machen müssen. Kämpfen bis zum bitteren Ende. Oder wieder ein Rätsel für den Mastermind. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Jan Naga. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Himmelstürmer, Yanaga-Schrein. Hm. Yanaga-Schrein. Hm. I remember irgendwas hier mit Bomben und diese Loch hier. Right? Toll. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich das Ding geschmissen habe. Aus irgendeinem mysteriösen Grund. So. Konnte man das nicht da... Falsche Taste, meine Freunde. Ah. Und nu? Aha. Oh, ob Lady Varsh was mit dem Schrein zu tun hat? Ich muss es destroyen. Completely, oder? Das ist... Weiß ich nicht. Aber kann ich nicht einfach... So und dann... Nee, dann geht es nicht hoch genug. Okay. Never mind. Ups. Nehmen. Reintun. Aber es geht nichts kaputt. Muss ich noch irgendwas anderes machen? Muss ich mich da oben einquetschen? Ich hab Bock drauf. Also falls es geht, let's go. Ah, warte mal, ich kann ja auch... Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht mehrere Bomben reintun. Hm.
Das Rätsel fand ich so einfach. Okay. Moin. Ich will mal meinen Kopf destroyen, okay? Vielleicht schaffe ich das. Ja, use your brain. Hm. Like this? Good job. Aber nicht auf diese Weise. Okay. Mastermind, Alter. Okay. Brain benutzen. Warte mal. Oh. Also ich muss das Ding schon da reinpacken. Aber was kann ich denn noch machen? Hä? Lol? Das sah gerade weird aus. Habt ihr es gesehen? Ist das so obvious, Alter? Das Ding, das Zeug da oben ist destructible. So, ich kann unten keine... Ja, eigentlich schon. Schade, weil ich kann da unten nur eine Bombe placen. So, wenn ich die explodieren lasse, dann brauche ich ein bisschen, um zu rechargen. Habe ich noch andere Sachen, die ich hier bewegen kann? Nee. Scheiße. Ich weiß es nicht. Aber du hast wahrscheinlich nicht im Kopf... Ach, ja. Okay. Egal, ich guck nochmal, was passiert. Junge, das geht so fast wieder runter. Oh, was könnte es denn sein? Na, so ganz obvious finde ich es nicht. Okay. Und da oben ist schon ein Loch frei. Okay. Hä, aber ich habe doch nichts anderes, was irgendwie, oder? Doch? Doch? Hab ich? Ich hab das sofort gecheckt. Nice, good job. Macht das eigentlich dann den After-Effekt? Bringt das mir irgendetwas? Fragezeichen? Was ist, wenn ich jetzt switche? Und was? Aber nicht mit dem Stasis-Modul. I don't get it. Aber ich kann doch mit den anderen Modulen gar nichts machen. Das Ding ist nicht magnetisch. Da oben ist auch nichts magnetisch. Hä? Bombenmodul. Hier, kriegst einen Würfel. Würfelzucker, Blech. Tschüss. Du brauchst nur ein Modul. Doch, kann ich.
Hä? Doch, kannst du. Was kann ich? Kann ich nicht. Oder ich habe doch gerade Magnetmodul gesagt und daraufhin hast du gesagt, kann ich. Oder kannst du oder kann ich nicht. Hä? Junge, ich check gar nichts. Überleg mal, was du alles hast. Eine Plattform, mit du dich, wo du dich drauf kannst, auf den Stein, Module, Loch und oben kann man kaputt machen. Willst du einen Hint? Nein. Ich glaub nicht. Warte, bra. Gleich, okay? Junge, ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich gerade richtig Idiot da. Okay. Nein, 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 nein! Okay. Ich wollte das gar nicht triggern. Es rattert im Kopf. Der rattert gerade gar nichts. Das ist halt so die Sache. Wenn irgendwas rattern würde, dann würde ich auf eine Lösung kommen, aber... Nichts funktionieren in meinem Kopf, diese... So, Status-Modul ist nicht das Richtige. Okay. Was ist, wenn ich das aber trotzdem so vercrackt mache? Warte mal. Ich mache das so. Dann gehe ich hier drauf. Mach zünden. So, mach so. Und mach dann Boom. Und mach dann Boom. Mastermind. So, was war jetzt der offizielle Weg? Und was bringt mir das jetzt? Kommt das Ding jetzt noch weiter nach oben? Kann ich mich jetzt mit hoch befördern? Ja, ich befördere mich jetzt mit hoch. Das bringt mir das. Aber du hättest auch die viereckige nutzen können. Okay, warte mal. Ich muss flattern. Ich, Junge, ich... Ne, erstmal klarkommen auf das Spiel. Aber du hättest auch die viereckige nutzen können. Die Bombe. Aber musste man das so machen? Ich hätte es anders gelöst, aber nice one. Ich meine, jetzt muss ich das eh nochmal machen. Was ist die offizielle Lösung? Sag mal eben an. Also ansonsten kann ich das wieder so machen und flatter dann ja oben dann einfach weiter. Unten rund, oben eckig. Also doch so. Ach so, nee, warte mal. Kann man die gleichzeitig nutzen? Ist das der Clou daran, an der Sache? Ich bin schon wieder ein Idiot. Junge, was ist denn los, Mann? Ich vertue mich die ganze Zeit mit dem fucking Sprung-Button. Oh, Junge. Und vor allem zünde ich immer random meine Bombe, weil ich so ein fucking Idiot bin. Was ist eigentlich mit mir? Werd mal wach, Junge. Heftig. Kann man so retarded sein? Jetzt mal ohne Witz, Mann. Drückst du die Taste oben, wird man dich loben, ey. Alter. Also, genau. Man legt das Ding ab. So, dann geht man auf Bombe. Macht zünden. Und dann geht man hier drauf. Und zündet auch. Okay, ist interessant. Ich finde meine Methode hat aber auch richtig viel Swag. So, jetzt gleich oben einfach nur X'en. Einfach nur X'en. So, kannst du nicht nehmen, ne? Ja, ist klar.
Puto Mystery, vielen Dank für deine Follow. Welcome. So, okay. Sonst noch irgendwas? Nein. Das war's also. Ja, um den Kaffee auszugleichen, trinke ich ja gerade Coca-Cola Zero. Aber hilft nicht. Es reicht wohl nicht vom Koffeingehalt. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Okay. Gut, haben wir das also auch geschafft. Noch ein Schrein, das zweite Upgrade. Nice. Gut. Ich wasche mir aber eben kurz das Gesicht mit der Hoffnung, dass es besser wird. Das gibt's ja gar nicht. Ich fühle mich so tot in der Fresse. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Be right back, Leute. Oder so ähnlich. Ich glaube wirklich mal auf den Boden schmeißen. Und dann geht's ab. Hat nicht geholfen. Ich fühle mich jetzt noch müder als vorher. Muss ich ehrlich zugeben. RIP. So, was soll's. Teleportieren. Wir teleportieren uns erstmal den Tower wieder hoch. Und schauen mal, ob wir von da aus irgendwo anders hingehen können. Und danke, Kiri, für deine Welcome-Back-Wünsche. I really appreciate it. So, das Ding, diesen Mark, der muss hier weg. So. Irgendwann mal will ich auch dorthin. So, da drüben gibt es bestimmt auch irgendwas Schönes. Webä. Thank you. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Rot. Oder hat jemand was dagegen? Oder hier vielleicht noch was? Gibt es da oben auf dem Tower eigentlich einen Schatz? Und wenn es da oben einen Schatz gäbe, würde das überhaupt so weit gerendert werden, dass ich ihn sehen würde von hier? Versucht, macht klug, ne? Ansonsten kann ich mich gleich wieder teleportieren. Ich denke mal, unter mir wird sowieso auch noch ein paar Sachen sein. Lass ich jetzt aber mal gucken. Vielleicht haben die Developers irgendwas oben versteckt. Vielleicht aber auch nicht. Sieht nicht so danach aus. Ach, fu.
Nix, ne? Boah, das ist echt schade. Müdigkeit am frühen Nachmittag ist doch kein Problem. Einfach mal 20 Minuten Powernap machen, dann 4 Stunden später aufwachen, sich fragen, welches Jahrhundert gerade ist und wer man soll ist. Sounds legit. Ja gut, aber ich meine, ne? Wenn man am frühen Mittag erst aufsteht und dann einfach trotzdem weiter müde bleibt, obwohl man vermeintlich genug geschlafen hat, dann, ja. Das ist nicht normale Müdigkeit, das ist fortgeschrittene Müdigkeit. Oh no. Oh Junge, dem haben wir Schelle gegeben. Hier, bada boom, bada bang. Klingt nach meinem typischen Tabaksablauf. Okay. Schade. Aber hi, Simmering Danny. Ich grüße dich. Ich bin einfach Danny. Huch. Was sehe ich denn da? Stehen geblieben. Trollt mich. Aber wenn es immer die gleiche Route nimmt, dann kriege ich es auch nicht. Weil ich zu doof bin. Komm schon, take it. Danny reicht. Alles klar. Und Kiri. Kann ich lesen. Und Kiri habe ich doch hier auch rumdünsten sehen. Hallo, jedenfalls. Das hast du richtig beobachtet. Das ist wohl wahr. Schrein in der Nähe? Echt? Schrein in der Nähe? Ich habe hier keinen markiert. Bewege ich mich darauf dazu? Ich höre nichts mehr. Mich greift einfach alles an. Pirone Waldmündung. Okay. Du bist Geschichte. So, hilf mir doch. Was geht hier ab? Moin. Bin am Kissen packen und am Locken. Meine Frau wird immer noch von den Monstern angegriffen. Wo denn? Ja. Ich glaube, da, wo das Winseln herkommt. Was? 26 zu 1? Ich glaube, der Fächer ist not good. Ach, hier vorne. Hi. Na, jetzt happy? Hallo. Du kannst so langsam wieder. Steh auf! Nein, schon wieder den halben Stream verpasst. Alles gut, Leon. Oh, was ist gerade passiert? Wir wurden vom Monster überrascht und jetzt bin ich plötzlich hier und hab keinen Bock mehr. Okay. Seid ihr jetzt wieder glücklich? Gerettet. Nach was und stopp. Irgendwas von wegen Prinzessinnen, irgendwas. Wir sind jetzt schon seit Monaten auf der Suche nach den Prinzessinnen Enzian unterwegs. Was auch immer ein Enzian ist. Hört sich an wie ein Mineral, Edelstein, Dings, irgendwas? Enzian? Ich weiß nicht.
Guten Morgen, Mr. D. Hallo, Mr. T. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Der Chat lebt. Der Chat lebt, Leute. Ich sag's euch. So. Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt irgendwie entfernt vom Schrein. Oder ich entferne mich gerade vom Schrein. Was not good is, actually. Ich verstehe nicht, warum ich keine Benachrichtigung bekomme, obwohl ich die Glocke aktiviert habe. Ganz böses Twitch. Das ist eine Pflanze. Das ist Twitch, daran gewöhnt man sich. Ich bekomme auch nie Benachrichtigungen. Ist aber nicht so fein. So, ich habe das Gefühl, irgendwo hier war ich näher dran. Wo kann denn der Schrein sein? Hier rechts vermutlich dann, oder? Weil ich höre gar nichts mehr. Kein Brim, Brim. Brim, Brim. Ach, der Enzian ist eine Pflanze. So, okay, alles klar. Ah, das ist immer so ganz schwierig, wenn ich laber die ganze Zeit irgendwelchen Mist, ne? Und dann antwortet ihr meistens und dann, ne, weiß ich gar nicht, wo ihr gerade seid. Oder auf was gerade die Antwort kommt. Und dann bin ich immer so. Hä? Hier ist gar kein Signal mehr. Jetzt bin ich todesverwirrt. Wo soll das denn sein? Da hinten hatte ich gerade einigermaßen gutes Signal. Jetzt habe ich hier gar kein Signal mehr. Verstehe ich nicht. Ist das in der Höhle vielleicht? Ja. Can't see shit, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Verwunderlich. Sehr verwunderlich. Jetzt, hier ist auf einmal der Schrein super nah. Ich kann dieses akustische Signal noch nicht schlecht deuten, aber ich glaube, ich laufe gerade davon weg. Okay. Weird. Laufe ich wieder in diese Richtung? Gar kein Signal. Hä? Hier wird das Signal besser. Hier ist es wieder weg. Hier ist es, schlägt es voll aus. Sag mal, bin ich irgendwie komplett dumm, oder? Ganz heiß, ne? Ganz heiß. Gibt's hier irgendetwas, was ich hier übersehe? So ganz krass hardcore übersehe. Oh. Nein, ich will nicht brennen. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Wie geht's euch eigentlich so? Mir geht's gut soweit, außer dass ich gerade übelst irritiert bin, dass ich hier
Signale kriege, hier ist ein Schrein und hier ist einfach kein Schrein. Oder was ist das da drüben? Ist das nicht der Schrein? Doch, ne? Ist das Signal kameraabhängig? Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. Wenn ich quasi in die Direction zeige, wo das Signal ist, schlägt das schon voll aus, obwohl ich noch gar nicht nah dran bin, oder? Ist irgendwie not so nice gemacht quasi. Also, finde ich, oder ich bin's, ne? Oder ich check's nicht genau. Ach, ja, ganz gut, nur müde. Komisch. Ganz seltsam. Müde bin ich auch. 24-7. Alter, wir sind alle... We are all the same.